Herr von Hirschhausen, Sie fordern ein Fach Gesundheit an deutschen Schulen. Warum? Wenn man sich anguckt, was man alles in Schullehrplänen hat, dann wundere ich mich immer, warum so relevante Dinge fürs Leben da nicht vorkommen. Seelische Gesundheit. Jeder hat irgendwann mal mindestens jemanden in der Verwandtschaft oder Bekanntschaft, der unter Depressionen leidet, der vielleicht Stimmen hört, der mit Drogen zu tun kriegt, mit Suchterkrankungen. Und deswegen setze ich mich sehr dafür ein, dass dieses Tabuthema seelische Gesundheit in den Schulen vorkommt. Ich habe darüber einen Bestseller geschrieben, der heißt Glück kommt selten allein. Warum habe ich den so genannt? Weil ich über die positiven Gefühle ja ganz viel vermitteln kann über die Schattenseiten des Lebens. Und ich freue mich, wenn ich hier auf der Didakta von Lehrern angesprochen werde und die sagen mir, Mensch, ich arbeite mit Ihrem Buch im Unterricht, das ist toll, die Schüler kapieren das. Das ist lebensnah, das ist humorvoll vermittelt und dafür bin ich heute hier. Inwiefern können auch Lehrkräfte Einfluss auf die Gesundheit ihrer Schüler nehmen? Ich bin ja auch hier aktiv mit dem Programm Pausenlos Gesund, Schulsprechstunde, wo externe Ärzte sozusagen auch als Multiplikatoren in projektbezogenem Unterricht vorkommen. Aber im Kern sind natürlich die Lehrer mit ihrer Gesundheit auch Vorbild oder auch Ausstrahlende für die Gesundheit der Schüler. Und das ist ganz klar, da gibt es die berühmte Hattie-Studie, dass ein Lehrer, der begeistern kann, auch erstens bessere Lernerfolge erzielt und auch längerfristig gesündere Schüler hat. Warum? Wir können heute zeigen, dass Gesundheit der entscheidende Faktor ist, wie man mit sich umgeht. Also Bildung ist der entscheidende Faktor für die Gesundheit. Das macht 10 Lebensjahre aus. Und deswegen braucht es eigentlich innovatives Material. Es braucht Lehrerschulung, damit die erstmal für sich das verstehen. Und deswegen setze ich mich ein für Be Smart, Don't Start, für Tabakprävention, für Irrsinn menschlich zum Beispiel, die über psychische Erkrankungen aufklären oder Klasse 2000, die bei den Grundschülern ansetzen. Ihre Stiftung heißt Humor hilft heilen. Hilft Humor auch beim Lernen? Humor ist ein wunderbares Lerninstrument. Ich weiß heute noch von einem Lehrer aus meiner Grundschule, wie unterhaltsam der war. Und wie der uns neugierig gemacht hat, indem er einen Cartoon auf die Rückseite der Tafel geschrieben hat, gezeichnet. Er konnte sehr gut karikieren. Und er hat immer gesagt, wenn ihr gut mitmacht, dann zeige ich es euch am Ende und wenn nicht, dann wische ich es weg. Und das war ein toller Pädagoge. Ich habe nicht mehr so viel von dem, was er mir vermittelt hat, im Kopf, aber die Haltung zählt. Ich bin auch im Beirat von der Hereus-Bildungsstiftung, die Persönlichkeitsbildung für Lehrer machen. Und es gibt ein tolles Buch bei Belz von einem Freund von mir, Felix Gaude, über Humor im Unterricht, hat er mit seiner Frau zusammengeschrieben. Die selber Lehrerin ist. Humor kommt in allen Kontexten, als auch in Religionen, auch in anderen pädagogischen Kontexten, deswegen so gut an, weil es widerstreitende Gefühle wahrnimmt und stehen lassen kann. Und das heißt, wir wissen heute auch aus der Gesundheitspädagogik, mit dem Zeigefinger nicht drohen, sondern kitzeln. Und dafür stehe ich mit der Nase und meiner Stiftung Humor auf Teilen. Herzlichen Dank!